Hallo meine Lieben, heute möchte ich eine blühende Orchidee umpflanzen und da wollte ich euch mitnehmen. Das ist ein weißer Big Lip, also die Lippe ist hier groß, der ist schneeweiß, der hat überhaupt nichts, also kein rosa Pünktchen, Streifen oder sonstiges. Er blüht schon ganz lange und seine Wurzeln sind jetzt in Wachstumsphase. Das könnt ihr erkennen, wenn ihr diese Spitzen seht. Und der hat aber schon so viele Wurzeln im Topf, das verformt sich auch schon und richtig prall. Und der blüht aber ganze Zeit. Ich habe den seit Sommer 23 blühend gekauft und der blüht ganze Zeit bis jetzt. Und dadurch, dass er aber so einen vollen Topf hat, möchte ich den umtöpfen. Ich weiß nicht, ob er aufhört zu blühen oder nicht. Aber dadurch, dass er jetzt in Wachstumsphase ist, möchte ich den einmal umtopfen. Und da wollte ich euch mitnehmen bei diesem Prozess. Dadurch, dass sie blühend ist, möchte ich natürlich so wenig wie möglich Stress der Pflanze antun. Und ich werde sie schonend umpflanzen. Und das zeige ich euch jetzt. Die Wurzeln hier unten sind durch den Topf durch. Das heißt, ich muss den Topf durchschneiden. Ich werde das jetzt ohne euch einmal machen, sonst nimmt es zu viel Zeit ein. Also ich werde hier einmal durchschneiden, diese Löcher und dann einmal ganz nach oben. Bis gleich. So, jetzt habe ich das durchgeschnitten. Zeige ich euch einmal. Hier unten durchgeschnitten und hier den Topf einmal durchgeschnitten. Ja, mit den Blüten ist es ein bisschen komplizierter. So, und dann kann ich diesen Topf ganz vorsichtig so einmal versuchen abzuziehen, um so wenig wie möglich Wurzeln zu beschädigen. Es bleibt natürlich nicht aus. Jetzt möchte ich natürlich diese schöne Wurzel nicht verletzen. Mal gucken, ob es klappt. Diesen Blütenstielhalter einmal abmachen. Na, geht im Moment nicht. Okay, mache ich gleich. So. Ganz vorsichtig. Dann kriegt man das besser ab, wenn man das durchschneidet. Natürlich, wenn man den Topf behalten möchte, dann muss man gucken, was opfere ich jetzt? Die Wurzeln oder doch den Topf? Ich habe genug von den Töpfen da. Und dann möchte ich sowieso in so einem größeren Topf ein bisschen anpflanzen. Deswegen brauche ich diesen Topf nicht. Aber die Wurzeln möchte ich schon behalten. Ja, hier sind durch ein Loch mehrere Wurzeln und da muss man einmal ganz vorsichtig. So, haben wir geschafft. Die Pflanze sitzt in torfartigem Substrat. Es ist sehr wasseraufnehmend, ne? Also die nimmt sehr stark Wasser auf. Das macht aber nichts. Ich kann damit gut umgehen. Die wurde gar nicht getaucht, sondern nur immer durchgegossen und ein bisschen im Topf stehen gelassen. Dann zieht dieser Grund, dadurch, dass er sofort schnell Wasser einzieht, zieht er das Wasser hoch und dann bleibt es oben eher trocken. Was auch so sein soll. Hier oben sind ein paar Rindestücke, die schon so ein bisschen verkalkt sind. Die nehme ich ab. Verkalkt oder, naja, Schimmel ist es nicht. Das sind eher immer Salzablagerungen durch das Gießen. Ne? Wir haben ja im Wasser unsere Mineralstoffe, Salze, und das bleibt dann auf der Oberfläche, der Überschuss bleibt auf der Oberfläche. Und das nehme ich mal ab, weil das. Wenn junge Wurzeln so ein Substrat berühren, dann das mögen die nicht und dann passiert mal, dass sie aufhören zu wachsen dadurch. Und das möchte ich natürlich nicht, deswegen nehme ich das, was ich so sehen kann, von oben ab an diesen ja, versalzten Substrat. Das nehme ich mal ab.
drehe ich die Pflanze ganz vorsichtig. Ich muss aufpassen, dass ich die Blüte nicht kaputt mache und dass ich auch nicht zu dolle im Bild bin. Dass ihr auch was sehen könnt. Hier ist auch noch eine Wurzel, die gerade im Wachstum ist. So, ja, Rest bleibt. Ich versuche noch diese ein Stück Rinde hier wegzumachen. Die ist schon ganz verwurzelt, die nehme ich auch noch ab. Ja, dann nehme ich dieses eine Blatt ab, weil der sitzt mir schon zu tief. Im Grunde, ich möchte diese Wurzeln auch in den Topf reinführen. Das heißt, der wird dann noch tiefer sitzen und das möchte ich nicht. Deswegen kommt er ab. Dafür muss ich die Pflanze wieder hinlegen. So, ich hoffe, ich bin euch nicht im Bild. Einmal durch zwei durchreißen. Und dann versuchen, dass da restlos, das ist nicht restlos, da muss ich gleich gucken. Da ist noch ein Stück von dem Blatt noch im Substrat drin. Das soll nicht sein, dieser auch nicht. Da könnt ihr, ich hoffe, ihr könnt das sehen, da am Stamm sind noch Blattreste. Und das mache ich jetzt einmal ab. Dann mache ich noch diese kurze vertrocknete Wurzel gleich ab. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich die Blattreste abgemacht. Dann habe ich schon mal reingeschaut, ob da ein Anzugschwamm drin ist. Hier am Stamm, aber da war keiner. Aber es reicht ja schon, dass der Substrat richtig torfartig ist. Ne? Man kann sehen, das ist Kokoserde mit Rinde gemischt. Die Pflanze ist jetzt gewohnt, in so einem nassen Substrat zu sitzen und das bleibt auch so. Ich werde da jetzt auch nicht mehr rumfummeln. Ich habe nur mir die Wurzeln nochmal angeschaut, ob da was ab muss. Aber da waren wirklich nur ein paar vertrocknete Spitzen, die ich abgezogen habe oder abgeschnitten. Und das war's. Rest bleibt so. Ich werde auch diesen Wurzeln ballen. Ne? Das werde ich nicht auseinandernehmen, weil das ist dann Stress für die Pflanze. Und so, so werden so wenig wie möglich Schäden an den Wurzeln entstehen, weil die brechen ganz schnell, knacksen an. Ich werde jetzt auch diesen Substrat auch wieder in den neuen Topf mitnehmen. Ich schaue mal, nach unten wollte ich eigentlich Kokosfasern, um unten ein bisschen Luft reinzubringen. Ich schaue mal aber, wie tief ich das dann, ja. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen diese unteren so ein bisschen platter machen gleich, damit ich das... Und ich möchte noch bei diesem Topf, der hat ja diese Füße. Das ist ein Topf, der Topf in Topf ist und der hat diese Füße und da mache ich noch ein bisschen Rinde rein, dass die Wurzeln da nicht so dolle reinwachsen. So gröbere Stücke Rinde werde ich da so ein bisschen reinlegen. Und damit die Löcher ein bisschen zumachen. Die Wurzeln gehen trotzdem da rein, aber dass da nicht zu dolle die Wurzeln reinwachsen. Wenn ich dann mal die Pflanze untopfen muss, dann habe ich das dann nicht so schwer. Weil diesen Topf möchte ich später nicht durchschneiden. So, dann lege ich so ein bisschen Kokosfasern da rein. Dann ziehe ich die Wurzeln so ein bisschen auseinander, die unteren, was alles aus dem Topf brachte. Und setze sie da rein. Den Blütentrieb habe ich immer noch dran. Den Blütentrieb halten habe ich immer noch dran. Und damit kann ich das besser halten. Und dann schaue ich jetzt, dass ich alle Wurzeln so tief wie es geht, auch die so ein bisschen nach oben schauen, nach unten platziere. Wenn die in Wachstumsphase kommen, dass sie mir nicht wieder gleich aus dem Topf wachsen. Soweit, so gut, so bleibt es. Genau. Gucke, dass sie mittig sitzt, einigermaßen gerade, dass ich eine oder zwei Wurzeln habe, die direkt am Rand sind, dass ich nachher beim Wässern beobachten kann. So.
Den Blütentriebhalter lasse ich auch da drinnen. Muss mal gucken, dass ich den auch gleich tief genug einbuddeln kann. So, jetzt nehme ich dieser Substrat, was sie hatte, das ist ja schon sehr, also alleine von der Beschaffenheit ist es so ein Substrat, der gut Wasser aufnimmt. Und die Rinde, die hier drin ist, die ist auch schon, war ja schon immer feucht, trocken, feucht, trocken. Und die arbeitet richtig gut. Ich nehme jetzt für unten, ich habe hier so ein bisschen Gemisch von Rinde, Moos, ja, und Kokosfasern sind auch noch irgendwie ein bisschen drin. Das nehme ich jetzt eher nach für unten. Kokoschips sind hier auch bei, also so ein Gemisch. Und diesen Substrat, was jetzt rausgefallen ist, das lege ich oben drauf. So, fangen wir mal an. Einfach von allen Seiten. Und ich schaue, dass ich doch so eher größere Stücke Rinde weiter nach unten platziere. So ein bisschen schütteln, wackeln, dann fällt das besser durch. Und ich mache ein bisschen von einer Seite, ein bisschen von der anderen, nicht, dass mir die Pflanze wieder verrutscht. Aber auch nicht zu fest alles reinmachen, dass da Luftzirkulation trotzdem stattfindet, weil der Topf ist ja jetzt größer als davor. Und je größer der Topf, desto mehr Luft braucht die Pflanze auch, sonst faulen die Wurzeln. So, jetzt gucke ich mir von der Seite, schlag so ein bisschen drauf, dass das Substrat ein bisschen durchrutscht. So, diese Seite ein bisschen schauen, auch noch ein bisschen was hin. Wie gesagt, ich suche mir jetzt hier aus meinem Gemisch doch das Gröbere raus, weil unten kommt ja das Feinere und dann rutscht es auch weiter nach unten beim Gießen und gleich beim Klopfen rutscht es dann auch das Feine durch und dann ist es gut. Dann ist es soweit ganz gut. So. Ein bisschen Moos habe ich hier auch trockenen dazwischen. Das ist auch gut, weil, wie gesagt, die Pflanze ist gewohnt, in so einem Substrat zu sitzen, was gut Wasser aufnimmt. Und wenn man jetzt das Substrat zu stark verändert, kann es sein, dass die Pflanze in Stresssituation reinkommt. Das möchte ich nicht. Die soll ja weiter wachsen, ihre Wurzeln weiterentwickeln und vielleicht auch weiter blühen, wenn es klappt. So. Dazwischen, dass mein Blütentriebhalter besser hält. So. Jetzt weiter oben kommt auch mehr, hier ist jetzt mehr Kokosraspel und Moos und was weiß ich, das rutscht jetzt sowieso ein bisschen weiter durch, wenn ich klopfe. Und das ist auch in Ordnung, weil oben wird es ja schneller trocken als unten. Deswegen soll weiter oben auch feinere Substrat. So, dieses Gröbere nehme ich noch mit. Und wir haben den ganzen Müll natürlich nicht. So, das mache ich jetzt nicht rein. Das ist noch nicht rein. So, und jetzt mache ich den Substrat, was ich schon im Topf hatte, mache ich mit jetzt rein. Beim Klopfen rutscht das feinere Substrat durch, ne? Und dann ist überall das Substrat dann drin. So, jetzt sehe ich, dass es mir ein Tuchen nicht reicht. Muss ich noch ein paar runde Stücke raussuchen. Moment. So, ich habe hier noch meinen Eimer mit meiner Rinde. Und dann mache ich hier noch von meinen Rindenstücken da rein. Ich schaue auch, dass ich diese Wurzeln, die hier oben sind, dass die ja, bei
weiter nach unten wandern. Hier ist auch eine Wachstumsvase, den drücke ich mal hier fest mit meiner Rinde, dass er auch nach unten wächst in den Substrat. So. Und jetzt mache ich noch diesen Rest noch drauf. Klopfe so ein bisschen, dass das durchrutscht. Ja, ein bisschen fehlt mir noch. Und hier oben von dieser Seite ist auch jetzt weiter durchgefallen. Jetzt mache ich noch ein bisschen Rinde oben drauf. Von allen Seiten. Ich muss mir wieder Rinde kaufen. Jetzt ist meine Rinde alle. Das ist alles noch, was ich habe. Und dafür gehe ich in den Gartencenter und die haben Rinde in unterschiedlichen, also Pinienrinde in unterschiedlichen Größen. Extra Orchideensubstrat habe ich bis jetzt nicht gekauft. Immer einen guten Sack von Pinienrinde und das war bis jetzt immer gut. Falls ich, ich nehme dann mittlere Größe und falls ich dann mein Substrat feiner haben möchte, dann mische ich da Kokoschips oder Moos oder beides rein, dass mein Substrat Wasser besser aufnehmen kann. So. Ja, das war's. Zeige ich euch mal ganz vorsichtig. So sieht es jetzt aus. Ich habe hier eine Wurzel, sehe ich, kann ich dann beobachten, wenn sie grau ist, braucht sie Wasser, wenn es nass ist, dann nicht. Da werde ich natürlich schauen, wenn sie heute grau geworden ist, dass ich dann noch 2 Tage später oder so gieße, weil innen drin ist ja dann doch noch Feuchtigkeit da. Hier kann ich eine Wurzel beobachten. Das sieht gut aus. So, und ich hoffe, dass sie trotzdem weiter blüht mit ihrer wunderschönen Rispe. So, das passt gar nicht alles in Kamera rein. Die hat, ich weiß nicht, die Blüten habe ich nicht gezählt. Ganz viele Blüten, obwohl sie einige Knospen vertrocknet hat, wie hier zum Beispiel, weil einfach, ja, die Luft ist zu trocken. Heizungsluft ist da und das mögen die Pflanzen nie so, wenn sie Knospen entwickeln. Dafür habe ich jetzt hier diesen Übertopf. Der kommt jetzt so da rein. Und die ersten, normalerweise beim ganz Substrat wechseln würde ich die ersten Male die Pflanze tauchen. Dadurch aber, dass diese Orchidee ihren Substrat behalten hat, überwiegend nur ein paar, die versalzen waren, habe ich rausgenommen. Deswegen werde ich die trotzdem weiter nur einmal so durchgießen. Nicht da am Stamm, sondern hier am Rand durchgießen und Wasser. Hier kann man sehen, ne, der innere Topf ist ja hier, fängt er an, und Wasser so ein bisschen stehen lassen, dass sie das hochziehen kann. Ich werde sie nicht tauchen, weil sie hat, wie gesagt, ein Substrat, der viel Feuchtigkeit aufnimmt und das kann fatal sein, dass die Pflanze zu nass innen drin ist. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.